Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und wir haben wieder ein Update bekommen. Wir sind unterwegs auf der Version 1.45.0.48s. So, ich habe mir mal die Mühe gemacht. Ich habe mir mal Krone rausgesucht. Und zwar, wie das Werk aussieht. Ich denke mal, wenn SCS das 1:1 nachgebildet hat, dann fehlt auf jeden Fall noch das Ding hier. Das ist das Werk. Ich glaube, so ganz 100%ig passt es noch nicht. Dafür ist viel zu viel freie Fläche. Man sieht hier Trailer stehen. Hier stehen offensichtlich PKW der Mitarbeiter. Hier hinten stehen Trailer. Das haben wir alle mehr. Ist hier nicht zu sehen. Wir können aber mal Folgendes tatsächlich machen. Und wir gucken uns das Ganze mal über Google Maps an. So. Ich glaube, da sind wir schon soweit. Das ist, glaube ich, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Das sind Solaranlagen. Hier steht aber alle irgendwie was. Das könnten Trailer sein, oder? Ja, definitiv. Guck mal hier. Alter, da steht wirklich so viel Zeugs rum. Okay. Bernhard-Krone-Straße. Ah, okay. Mal schauen, wie weit wir rankommen. Dass wir uns das mal so ein bisschen angucken können hier. Die verschiedenen Produktionshallen. Ich glaube, wenn wir noch näher rankommen, wird es unscharf. Ja, hier stehen Trailer ohne Ende. Die sind nicht richtig eingepackt da oben. Es ist mal interessant, das zu sehen, oder? Ich glaube, hier wird noch eine ganze Menge ausgebaut. Wenn das alles Krone ist hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Genau, das Ding, das fehlt im Prinzip alles noch. Wenn SCS das nachgebildet hat, dann fehlt noch so einiges, würde ich sagen. Weil wir haben im ETS ja doch einiges an freie Fläche. So, da wir uns das jetzt mal angeguckt haben. Alter Schwede, wie weit... Da bist du ja 3 Tage unterwegs, wenn du jetzt den Trailer holen musst. Alter Schwede. Sind das alles Trailer oder was ist das hier? Was sind das für ein Zeug? Klar sind das Trailer. Wo man sich dann fragen kann, wer braucht die eigentlich alle? Das sind Solarzellen. Sind noch andere Firmen? Gut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im ETS wieder und machen noch ein Stückchen Tour. So, da sind wir dann im Spiel angekommen. Ich muss mal eben ein Schlückchen Rotwein trinken hier. Mm. Auch wenn man Rotwein nicht kühlt, der ist gekühlt. Und ich würde sagen, wir setzen dann mal unsere Fahrt fort. Ganz wunderbar. So, wir sind nachts unterwegs. Bleibt uns leider nichts anderes übrig. Ja, auf der Karte ist jetzt nichts zu entdecken, was man großartig jetzt geändert hat. Wahrscheinlich nur Verbesserung unter der Haube, aber am Kronewerk muss noch gearbeitet werden. Das gefällt mir so dann noch nicht. Da fehlt es an wichtigen Punkten, SCS. Aber wenigstens funktioniert mein Lenkrad wieder vernünftig. Leute, Leute, was hatten wir heute? 34 Grad auf dem Ostbalkon. Ich möchte nicht wissen, was auf den Südbalkonen los war. Berlin hatte insgesamt knapp 37 Grad. Ja.
was soll man dazu sagen? Genau, ich bin wieder spät dran, was Aufnahmen angeht. Aber spielt ja keine Rolle. Ich habe ja in dem Sinne frei. So gesehen krankgeschrieben zum Erholen. Aber hatte ich euch ja auch schon mehrfach berichtet. Siebzig darf ich fahren, na dann. Du fährst auch Strich 70, wa? Na, wir haben ja, wie gesagt, den Krone-Trailer abgeholt und der muss jetzt eben ausgeliefert werden. Ey. Und ich wollte schon seit ewigen Folgen mal wieder ein Scania fahren, ne? Guck mal, 70 dürfen wir und der überholt, der Schwachmat. Also ganz ehrlich. Genau, ich mag ja unheimlich gerne Süßigkeiten, aber wenn es so warm ist, dass mir selbst die Süßigkeiten nicht mehr schmecken, ne? Dann ist es weit genug, ne? Und auf der anderen Seite, ich muss ja sagen, seitdem ich für mich beschlossen habe, jetzt muss ich beruflich was ändern, geht es mir so gesehen wesentlich besser. Ich kriege allerdings Magenschmerzen, wenn ich an den Job denke. Und von daher denke ich mal, werde ich den nicht mehr antreten. Ja. Hier waren aber ein paar Bungees jetzt drin, du. Das war unschön. Dürfen nur den Trailer nicht auf die Seite legen, der ist nagelneu. Der muss heile ankommen. Das ist ganz wichtig. Wir haben nur noch knappe 600 Kilometer vor uns. Ja, mal, wie gesagt, man muss jetzt gucken. Ich denke mal, dass man vielleicht, ja, obwohl, wenn SCS-Gebäude oder sowas geändert hat, würde man das auf der Karte sehen, war als nicht erkundetes Gebiet. Das ist wohl so. Das heißt, solange sich da auch beim Kronewerk farblich nichts ändert, weil wir ja da gewesen sind. Sind es Verbesserungen unter der Haube? Oder Veränderungen außerhalb des Bereiches, der markiert wird, wenn wir dran lang gefahren sind? Das klang jetzt kompliziert, ist es aber nicht. So, kannst du jetzt mal hier lang fahren? Weißt du. Ist ja eigentlich los um diese Uhrzeit. Es ist 2:41 Uhr. Was macht ihr alle hier? Kann man nicht mal nachts hier in Ruhe lang rasen? Unglaublich. Vor allem, weil die Schlafenszeit zeitlich aufs Konto geht, habe ich nämlich das Gefühl, dass wir nämlich noch mal eine Schlafenszeit aufgebrummt bekommen.
Könnt ihr nicht mal alle irgendwo abbiegen? Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich fahre da hinten links. Okay, die fahren da weiter. Ich fahre hier rum. Ein niegelnagelneuer Krone-Trailer. War jetzt gerade noch an der Grenze von der Geschwindigkeit. Ja, nee, ist klar. Also der Polizist da vorne ist ein sehr sportlicher Fahrer, glaube ich. So, ich muss mal eben was gucken. Was passiert eigentlich, wenn wir hier jetzt geradeaus weiterfahren? Wir müssen ja rechts rum. Könnte man machen, wäre aber ein Umweg tatsächlich. Hätte man das Stück. Nee, das machen wir nicht. Wir halten uns an unsere Strecke. Ich liebe ja lieblichen Rotwein, ne? Und Wein von Reis und Luff. Nein, die schenken mir nichts, aber ich habe da mal welchen von probiert und der ist richtig lecker. Aber guck mal, Leute, wir fahren in den Tag hinein. Also bei Schwierigkeiten mit Lenkrad und so weiter hilft, wie Michael mir auch schon ein paar Mal gesagt hat, ich das aber stumpf ignoriert habe, tatsächlich Spiel deinstallieren, neu installieren, macht eine Menge aus. Die Einstellungen bleiben in der Regel erhalten. Ich habe jetzt auch alte Save Games gelöscht, also alte Profile von Version, die man eh nicht mehr fährt. So, da drüben ist eine Tanke. Da müssen wir mal eben gucken. Ich glaube, die haben wir noch nicht freigeschaltet, aber jetzt. Das heißt, es müsste eine Strecke sein. Entweder sind wir hier noch nie lang gefahren. Also ich kann jetzt im Moment nicht nachvollziehen, warum die Tanke nicht freigeschaltet war. So, können wir uns ausrollen lassen oder
Das passt, ohne Bremse zu betätigen, das ist doch cool. So. Ja, ich befürchte, wir werden mindestens noch einmal schlafen müssen. Was lag denn da? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt einmal auf die Uhr geguckt und auf das blaue Bett, wie weit das ist. Fährst geradeaus, ja, okay. Aber, liebe Leute, ich würde mal ganz grob behaupten, zum einen hier waren wir noch nie, das sehe ich da hinten an der grauen Spitze am Ende dieser Strecke. Nee, ich würde einmal behaupten, habe ich vergessen. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über Abos, über Däumchen, über Kommentare. Wer den Kanal unterstützen will, kann auch das tun. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Könnt auch gerne meine Amazon Wishlist anklicken. In diesem Sinne bleiben wir hier vorne einfach mal an der Sichtkante stehen. Ich bedanke mich, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und bis dahin erstmal. Ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.